In Deutschland können Spielverluste bei fast allen Online-Casinos gerichtlich zurückgeholt werden. Bis zum 01.07.2021 war das Anbieten von öffentlichem Glücksspiel in Deutschland ausnahmslos verboten. Seit diesem Zeitpunkt brauchen Online-Casinos eine staatliche Glücksspiellizenz, um Glücksspiele wie Roulette, Slots oder Poker und so weiter anzubieten. Aufgrund von hohen Auflagen besitzen aber die meisten Online-Casinos immer noch keine deutsche Lizenz und bieten das Online-Glücksspiel daher unerlaubt an. Und was auf Grundlage eines unerlaubten und damit unwirksamen Glücksspielvertrags zwischen Kunde und Casino gezahlt worden ist, ist laut deutscher Rechtsprechung rückforderbar. Der Prozessfinanzierer Patronus finanziert seinen Kunden einen Rechtsanwalt, der die Spielverluste gerichtlich zurückholt. Außerdem übernimmt Patronus das gesamte Kostenrisiko eines Gerichtsverfahrens für den Fall einer Niederlage. Im Gegenzug wird eine Provision fällig, allerdings nur im Erfolgsfall. Werden die Spielverluste nicht zurückgeholt, erhält Patronus nichts. Auf patronus.at kann sich jetzt jeder unverbindlich zum Sammelverfahren anmelden und dann die weiteren Schritte mit Patronus besprechen.